Sie sind Frau Maria Puro. Ja. Sie sind reingeboren. Am 12.12.1939. Ja. Ja. Und Ihre Jugendgeschichte ist auch in diesem Umfeld und Ihre Lebensgeschichte verwoben mit solchen Geschichten von Armut? Ja, die Armut hat eigentlich schon daheim angefangen. Oder wir waren 5 Kinder, also ich habe 4 jüngere Brüder, ich war die Älteste. Und dann war der Vater Holzer und ist manchmal 2-3 Wochen gar nicht heimgekommen. Und die Mutter hatte seine liebe Mühe mit uns, oder? Also hat manchmal auch gar nicht zu essen rum. Wir haben auch noch teilweise von der Gemeinde gelebt, oder? Dort. Das war im Entlebuch, in Romans. Und dort haben wir 5-mal gezügelt, mindestens, wenn nicht 6-mal. Und die Mutter hat einfach wieder zusammengepackt und ist wieder in ein anderes Logis mit uns gezügelt. Und der Vater hat geholzt. Und dann, nach Jahren, hatte sie dort weniger Arbeit gehabt und sie sind nicht mehr so zurangekommen miteinander, die Eltern. Wegen uns Kind oder wegen dem Umfeld, ich weiß es auch nicht. In dieser Lage einfach ist es schwierig gewesen, oder? Der Vater hat ein bisschen angefangen zu trinken und dann ist es noch bunter zugegangen daheim. Und dann hat er eine Stelle gefunden im Solothurnischen, in Selzach. Als Forst. Wart oder etwas. Und dann sind wir dort hergezügelt. Also ich bin dann in die 4. Klasse in die Schule und die Brüder waren alle jünger gewesen. Und dort haben wir dann eine Wohnung gehabt. Meine Mutter hat sich dann irgendwie in einen anderen verliebt und dann ist es noch schlimmer geworden daheim. Der Vater ist gar nicht mehr heimgekommen oder dann haben sie einander total zusammengeschissen. Und dann hat die Mutter im Antoniushaus in Solothurn Hilfe gesucht. Und Unterstützung und hat die auch gefunden. Ich habe jetzt unterdessen auch Kontakt mit denen dort in Solothurn, weil die ja eigentlich der Grund sind, dass wir dann verteilt worden sind. Weil die Schwestern haben dann das ein bisschen in die Finger genommen und haben geschaut, dass wir wenigstens umkommen und nicht verhungern oder was auch immer, daheim sogar. Also ist das eine Schwestergemeinschaft oder ein... Das ist eine Schwestergemeinschaft vom Antonius. Und die sind der Armenhilfe. Ja, genau, die sind der Armenhilfepflicht. Und die haben meine Mutter unterstützt. Ich habe dann die Akten rausgeholt von dieser Trennung. Also sie waren nicht geschieden, aber die Trennung habe ich dann in Lebern, habe ich eine ganze Bike von 50 Seiten, habe ich dann nachgeforscht und dann bin ich sie mal anschauen und die haben es ausgedruckt und haben es gegeben, etwa vor 3 Jahren. Mhm. Und jetzt habe ich das daheim aufbewahrt. Und ich würde es eigentlich gerne mit dem lebenden Bruder, den ich noch gerne mal anschauen. Aber ich habe noch keine Chance. Ich weiss nicht, er will nicht einmal mit mir reden. Ich sei in einer anderen Welt, sagt der Junge vom Bruder, wo ich einmal ein bisschen Kontakt gesucht habe. Das hat mich recht betroffen. Ich suche ja nur Familienwurzeln. Weil sie eben auseinandergekommen sind? Weil wir eben auseinandergekommen sind. Wie ist denn das gegangen, also nachdem die Schwester... Eben, dann ist ein Bruder von meiner Mutter, der Siegfried, der hat 5 Kinder gehabt, die sind noch nicht in die Schule und die Mutter war sehr krank gewesen. Die konnte nicht können essen. Die hatte da irgendwie einen Mageneingang, etwas gehabt, also wo sie nicht getraut haben, operieren. Auch muss zu dieser Zeit. Und dann hat mich die Mutter dort hergebracht. Einmal ist am Herbst in den Berg auf. Stundweise von Wollhausen weg, oder? Und dann bin ich dort hergekommen, ich habe die gar nicht gekannt, oder? Ich habe die vorher gar nie gesehen, wir haben kein Auto gehabt. Die sind einfach, Bauernhof haben die gehabt, kleine, mit etwa 7 Kühen und 100 Säue. Und dann bin ich dort hergekommen, gebracht worden. In welchem Alter ist das gewesen? Da bin ich etwa 11 gewesen. Sind sie getrennt gewesen? Dann bin ich von den Geschwistern getrennt gewesen. Wie ist der zu und her gegangen? Ja, dort ist es einfach so zu und her gegangen. Die haben auch ein bisschen schwierige Verhältnisse gehabt, muss ich sagen. Ich hatte eigentlich auf dem Regen drauf. Ja. Und dann hat es einfach geheißen, arbeiten oder morgen 5 Uhr aufstehen, die Schweine füttern, Kühe tränken, Milch in Käse bringen mit einem Pferd, also wo man selber nicht hatten, aber der Nachbar hatte ein Pferd gehabt. Und ich hatte ein bisschen Respekt vor dem. Es ist ein bisschen immer aufgestanden, hat das Maul gezeigt. Aber ich bin dann in die Käse geschickt worden mit der Milch. Das alles vor der Schule? Ja, am Abend meistens. Wir haben sie dann erst am Abend gebracht, oder? Am Abend nach der Schule.
Und dann bin ich natürlich so müde gewesen, noch die Schweine gefüttert und über den Mittag habe ich gemistet in den Schweinen und in den Schuhen habe ich auch gestunken, oder? Und alle haben so die Nase gerümpft und dann haben sie es einfach nicht begriffen und ich konnte nichts machen, wir hatten nicht einmal ein Bad gehabt. Und ich habe mich einfach ja, gedacht, ich kann nicht davonlaufen, ich wollte schon einmal, zweimal zu einer anderen Tante. Aber der Onkel hat mich hier gepackt und hat gesagt, nichts ist, du bleibst da, oder er hat mich auch gebraucht. Ist das über die Antonius-Schwester gegangen oder quasi in der Familie? Das ist dann in der Familie gegangen. Ja. Also die Schwestern von Antonius haben sich dann nicht mehr gemeldet. Mhm. Die haben auch gar keinen Zugang gehabt, so weit weg. Ja. Und wie lange sind sie dort geblieben? Da bin ich bis 20 geblieben. Also ich habe dann, ja, ich habe dann einfach gesehen, dass ich auch selber gesehen, dass ich fast nicht weg kann, weil die Kinder sind auch hilflos gesehen, wenn die Mutter nicht hat mögen und der Onkel ist auch manchmal schmurrisch gesehen und hat auch die Mutter an mir ausgelassen und auch an den Kindern gehalten, das weiß ich nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall habe ich dann angefangen zu rebellieren und habe gesagt, ich will auch ein bisschen Geld. Ich habe keine Kleider gehabt. Mal, ich habe dann 50 Franken bekommen, bis ich 20 war im Monat. Ja, etwa vor 15 Jahren. Und dann habe ich das als erstes habe ich ein halbes Jahr gespart, die 50 Franken auf die Seite getan. Ich habe gerade ein Velo gegeben für 350 Franken. Ich konnte nicht einmal ein paar Strümpfe kaufen, sonst hätte ich es nämlich nicht vermögen. Und dann konnte ich wenigstens auf das Wollhausen fahren mit dem Velo. Und ausstoßen musste ich es ja schon. Aber es ist mir gleich ringer gegangen, ich war schnell da unten. Und wie hat sich das ausgewirkt? Sie sind ja sehr jung, eine sehr verantwortungsvolle Stelle. Aber ja, das schon, ja. Ja. Wie hat sich das ausgewirkt? Ja, das hat, also lange habe ich nichts gemerkt. Also ich habe gedacht, ich habe schon gemerkt, dass ich wahrscheinlich ein bisschen überarbeitet bin. Aber ich habe mir dann gesagt, als ich fort bin, ich will einen Mann suchen und will heiraten. Wenigstens habe ich ein Kind und habe eine Familie, eine eigene Familie. Und das habe ich dann mit 20 gemacht. Ich bin in einen Geschäftshaushalt gekommen. Dort waren 15 Leute gewesen, also mit der Familie. Und die angestellten Arbeiter, es war ein Kühlhaus und eine Mühle. Und dort habe ich dann meinen ersten Mann getroffen. Also ich habe dann einen ausgelesen von denen. Oder er hat mich ausgelesen, vielleicht hinter. Ich weiß es nicht genau. Also auf jeden Fall sind wir dann jetzt etwa anderthalb Jahre miteinander ein bisschen rumgezottelt. Wir hatten kein Auto gehabt. Wir sind ein bisschen spazieren am Sonntag. Und sonst habe ich einfach den Haushalt gemacht und habe dort geschlafen. Und die Burschen haben teilweise auch dort geschlafen. Aber irgendwie hat er mir noch Sympathie entgegengebracht und dann habe ich gedacht, ja, also das ist ja nicht das Dümmste, wenn ich einen werde von denen nehmen, oder? Also wenn ich einen überkomme, wenn man so sagt. Ja. Und dann bin ich dort eben anderthalb Jahre, zwei Jahre gesehen auf dem Geschäftshaushalt und dann habe ich aber gleich gemerkt, dass ich mich nicht gerade so einnehmen wollte. Von dem Mann, ich suche mir noch eine andere Stelle. Und bin dann auf Zofingen gezügelt, also habe dann bei einer Zahnarztstelle bekommen, in der Küche und auch im Haushalt. Und dann war ich dort noch ein Jahr etwa. Und er ist mit ihm besuchen. Ich wollte wissen, ob er mich überhaupt gleich noch will. Oder? Ja. Nicht einfach, dass ich da jetzt mich so festnagle. Dann war ich dort und er ist dann auch in die Nähe gezogen. Er hat die Stelle aufgegeben dort im Seetal und ist dann auch dorthin gekommen. Also nicht zu mir, aber in den Nachbardorf. Und hat dann als Chauffeur gearbeitet. Und sie hatten ein Kind gehabt und haben die Familie können haben, die sie eigentlich... Die ich mir gewünscht habe, also die habe ich mir eigentlich sehnlichst gewünscht. In dieser Zeit, wenn ich manchmal so allein war, habe ich gedacht, also eine Familie mit Kind möchte ich haben. Und das ist mir erfüllt worden. Das muss ich sagen. Und sonst, also Sie haben jetzt miterlebt, die Bewegung von den Kleinkindern, von den Heimkindern, von den Kleinkindern. Wie war das für Sie, dass man angefangen hat zu reden? Oder wie war das vorher, als wir halt gar nicht so geredet haben? Also mich dachte, es war auch eine Erleichterung für mich, dass ich nicht daheim versauert bin oder verhungert. Dass ich wenigstens bei einem Bauer trotz dieser schweren Arbeit herum hatte. Dass wir immer, das heisst ja,
Bei den Bauern ist es gut, dort haben wir Speck und Würst. Oder? Also für, deshalb habe ich mir auch so erarbeitet. Ich habe sie ja selber gefüttert. Und dann hat es auch wirklich, also ich hatte zu essen. Gehabt. Ich habe mir so meistens selber gekocht, aber ich habe wenigstens Milch gehabt, am Morgen, wenn ich früh aufgestanden bin. Habe ich mir die Milch können zuführen und das hat mir auch Kraft gegeben. Das war vorher prekär. Dort haben wir mit diesen vier Brüdern müssen eine Bratwurst teilen und dann musste ich auch hungrig vom Tisch. Und das habe ich, und ich war auch sehr schwach. Ich kann fast nicht mögen. Und dort bin ich schon zu Kräften gekommen, weil ich habe mir ja selber gesagt, ich muss schaffen, dass ich überleben kann. Und dann habe ich auch das Recht gehabt, richtig zu essen. Ja, also ich habe eine Frage eigentlich in den letzten Jahren, wo das ein bisschen öfter geworden ist, von der Verbindung vom Fernsehen mit den Büchern. Wie ist das für Sie gewesen? Oder auch die Akte, die Sie bekommen haben, ist das für Sie wichtig gewesen? Was hat das mit Ihnen gemacht, dass solche Schicksale wie Ihres in der Öffentlichkeit mehr thematisiert worden sind? Also mich hat das reifer gemacht. Ich habe gefunden, es ist gut, wenn man darüber redet. Und wenn man es verarbeiten kann, wenn es auch manchmal daheim im stillen Kämmerlein noch Tränen gehabt über das Ganze, habe ich doch müssen sagen, es ist gut, dass man über das geredet hat und dass man kann sagen, was war. Und wie es jetzt auf mich wirkt, ist ein Nachteil, hat das gehabt. Weil die Cousinen und Cousins und meine Brüder haben gefunden, eben, ich sei auf einer anderen Welt. Und ich muss mich entschuldigen bei ihnen. Dass ich schweige. Ja, sie haben wollen, dass ich schweige. Ja. Und dann hat es eine Zwischgeheimfamilie. Dann hat eine Zwischgeheimfamilie. Sie haben mich ausgrenzt. Ja. Sie haben mich jetzt noch ausgrenzt. Ja. Aber meine drei Kinder, zu denen habe ich einen guten Draht. Also ich habe, ja gut, finden sie nicht alles, aber ich probiere sie immer wieder ins Lot zu bringen. Also ich finde es auch gut, dass sie dazu stehen und die Sachen erzählen. Ja, merci vielmals. Ja, das war nett. Danke vielmals. Okay, ja, dann lassen wir sie.